Was ist denn das da? Das ist der Mechanismus, mit dem man in den VIP-Bereich gelangt. Dort hält sich Brutus auf. Moment, sag nichts. Sam, lass mich raten. Um da reinzukommen, muss man sicher einen Wettkampf gewinnen. Genau. Und zwar die Ehrenrunde. Aber im Moment habt ihr Besseres zu tun, glaube ich. Du sagst es. Wir müssen Dr. Mabus finden. Kommst du, Obelix? Ein Bereich zum Wippen. Die Spinnen, die Griechen. Hoppla, Achtung, den kenne ich. Das ist Rickanstoß. Wenn er euch sieht, dann macht ihn unschädlich. So schnell wie möglich. Denn wenn er genug Zeit hat, Alarm zu schlagen, habt ihr einen Haufen Räume am Hals. Gut, ich zeige euch mal schnell zwei, drei Techniken zum Schleichen. Den Panther. Die Hieroglyphe, den Rückwärtsgang, den abyssinischen Mistkäfer. Ja, den Blick kann ich gut nachvollziehen. Achtung, Eindringlinge! Verriegelt die Zugänge! Stellt euch auf, Männer! Kräftig. Zu spät. Sie haben euch gesehen. Gut, beenden wir die Ausbildung ein andermal. Auf in den Kampf! Aber... Keine Angst, Obelix. Ich mach sowas öfter. Schau mal, Obelix, die drei roten Zypressen. Wir sind fast am Ziel. Apropos Zypressen, ich hätte gern was zu essen. Schau mal, noch so ein Ding, das Musik macht. Oh, spielen wir Ihnen ein kleines Konzert in Paff-Dur. Oh ja, ich treffe neuerdings immer den richtigen Ton. Sag mal, mein lieben Kleinen, ja, raus, raus, und heute geht's wieder weiter mit einer neuen Let's Play. Das ist ja wieder eine neue Folge von Let's Play, ne? Das hört sich besser an. Egal, fuck. Folge 3 sind wir jetzt schon mittlerweile, mein Lieben. Ja, von was spielen wir nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Asterix und Obelix bei den Olympischen Spielen. Ah, das gibt's doch nicht. So schnell ging die Zeit schon wieder rum. Bis zur nächsten Happy-Folge. Vor allem, das ist doch offensichtlich, oder Leute? Wir sind doch hier in Rom. Rom, Asterix und Obelix. Und es kann sich ja nur um die Olympischen Spiele handeln. So, mein Guter, also, komm dich doch bitte mal in diesen Käfig rein, damit ich... Bist du dir sicher, dass die Olympischen Spiele in Rom sich stattfinden? Bist du dir dann so 100% sicher? Ja. Ha? Nicht in Griechenland? Sicher? Sicher. Mal schauen, Leute. Also, er lässt sich schon mal nicht abbringen. Vielleicht hat er recht. Vielleicht hat er nicht recht. Aber er ist schon speichert. Erzählt mir von euren Heldentaten. Ich schreibe sie nieder. Ja, also ich finde es eigentlich total witzig. Das ist halt auch so geil. Das wird so ein Safe, wo du so denkst, eigentlich total geil gemacht. Irgendein alter Mann, der will unsere Story hören. Das wäre eigentlich noch lustig, wenn unsere Story erzählt werden würde. Nanu, was ist denn das da? Das ist der Mechanismus, mit dem man in den VIP-Bereich gelangt. Dort hält sich Brutus auf. Moment, sag nichts. Sam, lass mich raten. Um da reinzukommen, muss man sicher einen Wettkampf gewinnen. Genau. Und zwar die Ehrenrunde. Aber im Moment habt ihr Besseres zu tun, glaube ich. Du sagst es. Wir müssen Dr. Mabus finden. Kommst du, Obelix? Ein Bereich zum Wippen. Die Spinnen, die Griechen. Hoppla, Achtung, den kenne ich. Das ist Rickanstoß. Wenn er euch sieht, dann macht ihn unschädlich. So schnell wie möglich. Denn wenn er genug Zeit hat, Alarm zu schlagen, habt ihr einen Haufen Räume am Hals. Gut, ich zeige euch mal schnell zwei, drei Techniken zum Schleichen. Den Panther. Die Hieroglyphe, den Rückwärtsgang, den abyssinischen Mistkäfer. Ja, den Blick kann ich gut nachvollziehen. Achtung, Eindringlinge! Verriegelt die Zugänge! Stellt euch auf, Männer! Kräftig. Zu spät. Sie haben euch gesehen. Gut, beenden wir die Ausbildung ein andermal. Auf in den Kampf! Aber... Keine Angst, Obelix. Ich mach sowas öfter. Ah!
Ja, und unser Kollege hängt immer noch drin. Starfighter. Er hat es da aber auch reingesetzt. Von Alcatraz bereitet Brutus einen neuen Versuch vor, seinen Vater zu töten. Der Plan ist einfach. Er bringt ihm persönlich das Frühstück ans Bett. Als Hauptspeise gibt es den quietschenden Pudding des Dr. Marius. Die Sonne geht auf, ein schöner Tag bricht an. Guten Morgen, werter Papa. Hier bringe ich dir dein Frühstück. Oh, was ist denn das Grüne da? Ist das Pudding? Armer Brutus, wieder läuft nicht so wie es soll. Und er muss erneut die Flucht antreten. Oh. Überhäuft mit Schimpf und Quietschpudding. Brutus! Dr. Marbus, das wirst du mir büßen. Nicht nur der Pudding wird quietschen, das verspreche ich dir. Diese Cutscenes sind so dämlich, aber so geil. Dämlich, aber schon wieder so dämlich und geil. Oh, oh, was haben wir hier? Was? Ein Aufzug geschlagen. Alles kaputt. Was machen wir hier? Aha, okay. Aufzug, vielleicht auch ein Schild oder so. Natürlich geradeaus wieder durchgestürmt. Ja. Gibt's nichts. Okay. Kein Schild, schade, schade. Mehr also Schild in meinem Leben. Kurz. Brauch ein größeres Schild. Wir müssen wohl auf diesen Knopf drücken, wenn er aufleuchtet. Und wie geht das? Vielleicht mit einem Sturzflugangriff. Das könnte gehen. Immer noch. War es komplett unsynchron, aber es hat funktioniert. Passt doch. Halt mal ganz kurz, bevor wir weiterlaufen. Sambrosia. Wo ist mein Sambrosia? Zeig dir noch mal kleines Sag Spiel. Asterix, ist da vielleicht ein kleines Tier unten drunter, das sie nach oben will? Ich weiß nicht. Vielleicht haben die griechischen Krüge ja Beine. Muss dann bloß Kupfen und Arschbombe machen. Dann kommen die nach oben. Alter, war es doch schon bei was? Schade. Ja, da kommen immer noch mal welche raus. Ich hau jetzt noch ein bisschen Geld ab. Schau mal, Obelix, die drei roten Zypressen. Wir sind fast am Ziel. Apropos Zypressen, ich hätte gern was zu essen. Schau mal, noch so ein Ding, das Musik macht. Spielen wir Ihnen ein kleines Konzert in Paff-Dur. Oh ja, ich treffe neuerdings immer den richtigen Ton. Oh, Scheiße. Doppelblau. So, ich glaube, die Partitur ist durchgenudelt. Nein, warte mal. Da ist noch eine kleine Note. Eine winzig kleine. Zu Hilfe! Die Gallier sind da! Da ist durch die Mauer gerannt, der Kerl.
Wer hat einen Zaubertrank geschnuppert? Er oder wir? Das ist eine gute Frage. Ja, ja, ich verstehe, was hier abgeht. Okay. Also da hoch. Fett. Big, big. Ja, mehr oder weniger. Nein. Oh. Nicht ganz. Da muss ein Ball rein, keine Römer. Du kannst es noch 7-mal doch sagen. Da muss ein Ball rein, kein Römer. Aber gesagt, cool, ach so. Ist, müssen wir erstmal dahinter kommen. Weißt du, kommen wir dahinter? Guck mal, da unten ist noch ein Schild. Und was für mich ruhig. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Bist du? Du bist da hoch. Komm mal wieder runter wieder. Ja, wahrscheinlich dann nicht mehr. Obelix, ich habe den Eindruck, dass diese Seilbahn uns später nützen kann. Ja, schon, aber eine kleine Runde könnten wir doch drehen, Asterix. Hui, 80% davon drehe ich dann alleine. Guck mal, heute ist noch mal Bruder, das kannst du auch damit auch sein, wenn du auf dem Weg bist. Bruder. Hol das Bruder. Ey. Das Gleiche existiert nicht, danach habe ich hier die Cam. Los, komm, hilf mir! Leute, manche Sachen nicht zu Ende denken. Ah, ja, ja. Ja, man holt sowas gleich auf dem Weg. Bleibt irgendwann. Oh, besser kaum noch. Zack. 200.000. Hast du ordentlich was zusammengespart? Anscheinend bringt das uns gerade noch. Ich hätte gedacht, da kommen wir dann nach oben. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube, wir müssen da die Römer reinhauen. Probieren wir es aus. Aus, komm mal da rein. Wow, hat immer noch nicht funktioniert. Das ist jetzt direkt davor platzen. Okay. Bist du anscheinend doch oben durch? Oder vielleicht gibt es noch einen anderen Weg? Eins von beiden. Was ist da hinten? Guck mal, da hinten, da hinten. Ja! Das ist Quatsch, da zu zweit hochzugehen, Obelix. Wir trennen uns besser. Wie du willst, also. Also, ich hab nicht mehr drauf. Das sind doch die armen Sportler, die bei den Zelten trainiert haben. Hab ich's doch gesagt. Mit Hinkelstein gibt's wenigstens keine Probleme. Autsch. Ah, ich verstehe, warum du da nicht so drauf bist. Ganz kurz mal. Ah. Kann man hier Musik leise machen? Einstellungen. Dann Soundoptionen. Dann die Musiklautstärke auf. Los, schieß! Alter. Alle so laut sein!
Musik. 2. Bestätigen. Also X bestätigen. Zurück. Übernehmen drücken. Okay, jetzt ist es angenehm. Okay. Während Chris herausfindet, dass er die Römer kaputt schlagen muss, bevor die wiederkommen, werde ich dabei dieses schöne kleine Spielchen durchmachen. Brauchst du einen neuen... Oh, der ist schon fast weg, den muss ich jetzt schicken. Das ist hier voll die Asche. Ah, irgendwo nach dem Xude ist. Los, schieß! Okay, jetzt musst du wieder zu mir nach oben. Du brauchst einen Ball. Jetzt gleich kommen übrigens wieder Römer. Ups. Ups. Hallo? Runter, schieß. Schieß. Erwischt. Schnell, bevor die Römer kommen. Schnell. Los, schieß! Oh, warum komme ich denn nicht weiter? Sehr gute Frage, ich glaube, ich bin runtergeflogen. Ja, ich bin ja runtergeflogen. Ich muss wieder hoch. Jo. Den schießen wir noch schnell rein. Ja, schieß schnell rein. Ich mach weg. Was? Okay, dann ist wieder hoch. Bam. Bam, was eigentlich du? Ja, passt, ja. Viele Fick! Autsch! Okay, wieder oben. Zack. Ball. Muss aber erstmal den Idioten wegräumen. Sonst funktioniert es wahrscheinlich viel weniger. Los, schieß! Oh. Ja, schnell! Okay, jetzt. So, da. Kamera lenken nicht vergessen, ne? Ja. Los, schieß! Erst Ziel ist voll, Asterix. Was? Erstes Ziel ist voll. Kommt das zweite Ziel. Zweite Ziel. Das ist, glaube ich, schwieriger. Ich glaube, man muss den Ball nach oben befördern. Oh. Wie schafft's die Kröte, sich so aufzublähen? Ich muss den Ball nach oben befördern. Das ist nur ein anderer Teil. Bevor er dabei verschwindet. Los, schieß! Die Taktik erstmal die Runde wegklücken. So, aber trotzdem kein Ball mehr. Der wird gerade verschwunden sein. Wow, ist das dabei. Wenn ich Grieche wäre, würde ich eine Krötenpumpe erfinden, um sie wieder aufzublasen. Ja. Gib dir mal einen Tipp, laufst du erst nach unten und dann essen zu mir.
Super. Leute, äußerste Concentration, wir brauchen Kohle. Los, schieß! Ah, nein. Wenn die Kamera dreht, ist da ein Vorteil. So. Salve, dir gefällt mein Video, dann lass doch ganz einfach ein Abo und einen Daumen nach oben da, würde mich riesig darüber freuen. Und was hast du gesagt? Du hast noch nicht genug von mir gesehen? Na dann, klick auf das rechte Video für eine Playlist oder auf das linke Video für ein auf dich spezialisiertes Video. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Yowie, ciao.